So, fliegen wir halt nochmal und diesmal nehmen wir alle Keime mit. Ich hätte erwartet, dass sie auf der Wand landen und dort können wir weiter auf die grüne Kraftplatte, aber das schien nicht der Fall zu sein. So, Keime, Keime, Keime. Lecker Keime. Keime sind gar köstlich. Dort ist einer. So, jetzt nach rechts. Wieder links und wieder rechts. Und jetzt bin ich verwirrt. Ah ja, aber dort oben werden wir landen. Dort hinten ist das alternative Gebiet, da die Himmelspforte, Himmelsgedöns, die Himmelstreppe, genau. Dieses große Gebäude dort, dort wollen wir später hin. Aber zuerst, was hat Elika nun über das Gebiet zu sagen? Die Bauplätze, seit Jahrzehnten verlassen. Wenn die Stadt wieder aufgebaut wird, werden sie voller Leben sein und unsere Zukunft verkünden. Es wird hier so schön werden. So. Leck, 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 leck. Leck, 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 leck. Ach, leck mich doch am Arsch. Wunderbar. Los! Es ist nicht so, dass mein Computer schlecht ist. Bloß die Aufnahme, die lässt die Quatsch. Die lässt hier mein... leck mich doch am Arsch. Alter, ich und spreche, ich kann's heute absolut nicht. Ich geb's einfach auf. Ich quatsch, wie mir die Birne gewachsen ist. So. Ich mag Birnen. So. Ich will ja immer was ganz Bestimmtes sagen, aber mein Kopf lässt das nicht unbedingt zu. Das ist zum Kotzen. So. Aber was ich vorhin sagen wollte... Die Himmelstreppe. Sie führt zum Observatorium. Seit Generationen verfolgten die Ahura von hier aus die Sterne, die sie durch die Wüste geleiteten und Hoffnung in der Nacht brachten. Als die Hoffnung schwand, gingen auch die Astronomen. Das Observatorium war nur ein leerer Turm. Jetzt wird der Alchemist... Ja, jetzt habe ich zu früh abgebrochen. Ist völlig egal. Der Alchemist hat irgendwas Böses gemacht. Jatta, jatta, jatta. Zeigt uns den Weg. Dort lang, also dort gibt's wieder Lichtkeime. Sehr gut, also was ich vorhin sagen wollte, mein Computer ist nicht unbedingt schlecht, ich kann das Spiel nahezu flüssig spielen. So wie die meisten Spiele, die ich besitze. Allerdings, sobald aufgenommen wird, wird ja eine riesige Menge an Ressourcen transportiert. Und wow, das war unglaublich schlecht. Wird eine riesige Menge an Ressourcen transportiert, aufgenommen und abgelegt und ja... Das gefällt meinem Rechner nicht so wirklich. Ich hätte ja schon gerne einen neuen, aber... Erstmal das Geld haben. So. Ja, wir müssen hier nicht entlang, das ist richtig. Aber hier gibt es Lichtkeime und wer weiß, wann wir das nächste Mal hier hinkommen werden. So, gibt es dort oben noch keimige Keime? Ja, boah, die sind ganz besonders keimig. Genau wie das Böse. So. So, wo geht es hier überhaupt entlang? Ach so. Ins Reservoir. Na, dort waren wir ja auch schon zigmal. Aber gut. Immerhin gibt es ja hier überall Keime. Oh, ich erinnere mich. Hier sind wir einer sehr, sehr, sehr bösen Kreatur begegnet. Die haben wir aber besiegt, ohne großartige Probleme und wir haben ja auch alle Keime eingesammelt. Ich erinnere mich gut, also werden wir jetzt wieder zurück. Wir teleportieren uns zurück zum Bauplatz, um von dort aus den Weg zum Maschinenpark zu nehmen, damit wir auch dort diese Keime einsammeln können. Auf diesem Weg zwischen dem Maschinenpark und den Bauplätzen. Genau. Also, wohin war das? Dorthin war das, dorthin gehen wir und das Licht ist plötzlich verschwunden. Das bedeutet, wir sind bereits da. Der richtige Weg ist in unseren Herzen. Nee. Wupp. Ja, wo ist denn jetzt das Licht? Ach, natürlich. Ich hasse euch alle.
jeden einzelnen eurer, deiner Lichtkeime. So, na gut. Ach, wir kraxeln nochmal hier nach oben. Denn wir haben gesehen, auch dort oben gibt es lecker Keime. Und diese Keime, die sind so unglaublich lecker. Ah, nur wegen den paar Keimen? Ach, komm schon. Ja, leider nochmal drehen. Nur wegen den verdammten paar Keimen. Und eben andersherum. Hooray, das hat überhaupt nichts gebracht. Noch. Fast. Ich bin weniger breit als vielmehr breit. So. Ich will diese Keime hier noch haben. Ach, das geht auch. Na, das ist ja interessant. Habe ich nicht gewusst. Die Keime bleiben einfach dort, wo sie sind. Na klar, sie sind ja nicht gravitativ an irgendetwas gebunden. Oder festgekettet. Wäre noch schöner. Meine Herren. Und Damen. So, jetzt, das muss die richtige Richtung sein. Bitte lass die... Ja, es war die richtige Richtung. Sehr schön. Dann gehören diese paar Keime auch gleich uns. Die dort hinten. Die da so lustig gravitativ an die schwebende Insel gebunden sind. So, Elika, binde dich mal bitte gravitativ an die Kurbel. Danke. So. Da war doch was im Vordergrund. Nö, da war nichts. Zusammen! Und nie wieder getrennt. Gemeinsam bezwingen wir das Böse. Oh Baby, yeah. So, dann treten wir den Rückweg an. Oder wir teleportieren uns einfach. Darauf habe ich aber keinen Bock. So, außerdem gibt es dort hinten auch noch einen Lichtkeim. Den hätten wir nicht gesehen, wenn wir uns teleportiert hätten. Super, ich bin der Beste. B-E-S-Peste. Wir müssen uns wahrscheinlich einfach nur fallen lassen. Andere Seite, bitte. Andere Seite. Ah, funktioniert. Sehr gut. So, also. Wir brauchen so viele Lichtkeime wie möglich. Ich habe es womöglich schon 3000 Mal erwähnt. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir Lichtkeime einsammeln. Es wird zudem immer schwieriger... Oh, ich habe großen Spaß. Es wird zudem immer schwieriger, an die Keime heranzukommen. Wir nehmen zwar die mit, die auf dem offensichtlichen Weg liegen, aber drumherum gibt es noch sehr viel mehr Keime und wir brauchen auch welche davon. Hm. So, dort hinten ist Schritt von Ormas, den haben wir allerdings benutzt, um hinzukommen. Bringt uns also nichts. So, also jetzt können wir den... Ach, leck mich doch am Arsch! Falscher Weg. Gibt es hier noch Keime? Ja! Dann nehmen wir die auch mit. Halt dich nicht fest. Man muss einfach mal loslassen. Sehr gut. So. Kann sein, dass ich jetzt etwas flüssiger kommentiere. Kann gut sein, denn ich achte in letzter Zeit ganz besonders darauf, dass ich nicht irgendwelchen Bullshit erzähle. Und vor allen Dingen versuche ich das Wort nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich mag das Wort nicht. Das ist ein blödes Wort. Das ist kein richtiges Wort. Das steht nicht mal im Duden. Es ist als... Ach, wir können hier hoch. Sehr gut. Ich habe gut geraten. Es ist ja als LPA so, vor allen Dingen, wenn die... Ich nenne sie jetzt mal Konkurrenz, auch wenn es nicht wirklich einen Konkurrenzkampf gibt, zumindest keinen aktiven. Man will ja nach Möglichkeit so viel Qualität wie möglich liefern, nicht wahr?
Und... Ich wollte nur sehen, ob ihr aufpasst. Ah, fallen meine Arme, Schatzi. Da möchte man natürlich auch möglichst hochqualitative Videos produzieren. Ist nicht nur grafisch, von der Technik her, sondern auch sprachlich. Ne? Und das geschieht ja eher so, naja, nicht bewusst. Eigentlich gebe ich mir diese besondere Mühe eher unbewusst. Also, ja. Und dabei falle ich so ein wenig aus der Rolle, muss ich sagen. Ich bin nicht mehr so wirklich ich. Ich bin aber auch nicht du. Du bist nicht ich. Wenn ihr versteht. Ich muss einfach versuchen, meinem Stil weiterhin treu zu bleiben. Und wow, wir sollten möglichst schnell von hier weg. Das könnte zu einem Unglück führen. Aber hey, hier gibt's Wasser. Richtiges Wasser. Nicht nur dunklen Schleim. Herrlich. Dort hinten ist noch sehr viel mehr Lichtkeime. Die will ich haben. Und ich weiß, ich sagte... Habe ich das gesagt? Ich habe die Aufnahme schon mehrfach probiert. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Lichtkeime... Was? Lichtkeim-Runs machen. Aber wie es aussieht, stimmt das so nicht. Wir müssen halt immer wieder auf Lichtkeime-Jagd gehen. Und vor allen Dingen, wenn ich da schon so eine große Zahl an Keimen sehe, dann will ich die auch haben. Ich möchte sie festhalten, genau wie es eben dort unten stand. Fest mit meiner Hand umschließen und küssen. Und nie wieder loslassen. Und sie dann Elika geben. Wie komme ich da drüber? Also dort sind Abriebspuren. Von daher muss das gehen. Jawohl, das Timing war einfach nur miserabel. Dort hinten ist noch ein Keim. Ja, den werden wir uns... Gut. Den Keim werden wir uns noch holen, aber danach, unabhängig davon, wie viele hier noch sind, da sind noch mehr, wir holen sie uns. Wir werden dann aber wieder zurückkehren. Wir werden zurückkehren und weitere Keime einsammeln. Ich will dich haben! So ist gut. Spart Zeit, wenn wir sie jetzt sammeln. Uns will du noch ein Gebiet des Alchemisten und dann können wir den üblen Trotzkopf in den Arsch treten. Ist ja herrlich. Diesen Klugscheißer hier. So, ich habe dort hinten keine weiteren Keime gesehen, von daher, wie gesagt, werden wir zurückkehren. Und netterweise uns hier rüberhangeln. Und diese Keime noch aufsammeln. Die liegen schön in einer Reihe, also vermutlich müssen wir fliegen. Oder auch nicht. Wie kommen wir jetzt von hier aus weiter? Huch! Es ist der gleiche Fehler wie beim letzten Mal. Ich sehe rot, ich assoziiere es mit dem Handschuh. Und das ist natürlich die falsche Taste. Zumal wir auch gerade den Handschuh benutzt haben. Hey, in diesem Gebiet wurde doch der Prinz... von der Finsternis vergewaltigt. Infiziert. Vom Bösen. Wir erinnern uns. Apropos. Auf euren Reisen, was war das Unglaublichste, das ihr jemals saht? Ich weiß nicht. So vieles. Nennt mir eins. Was wollt ihr denn hören? Etwas, das euch den Atem verschlug. Gletschereis. Glänzend wie Diamanten. Dieser Wände so hoch wie Türme. Dunkelblau und blendend weiß. Es brennt, wenn ihr es berührt. Es ist kalt, aber in eurer Hand brennt es wie Feuer. Einen kleinen Moment, dann ist es fort. Ah, wie schön asynchron es derzeit ist.